in Europa mit gut 4000 PS kommt er daher und will hier natürlich gleich mal einen spektakulären Pull ablegen. Die Niederländer sind zu Gast in Hasselt. Und sie haben den Ex-Sapo gekauft für die Insider-Fans. 10,4 Liter Hubraum, 4 Turbolader mit der Nulltreibstoff. 3800 bis 4000 Wettkampf PS. Die Geschwindigkeit hier über die Full-Pull-Marke geflogen. Steht der Wagen leicht oder war der Maximo so bärenstark? Das ist die große Frage. Wir werden es gleich wissen, denn jetzt kommt Yellow Dream. Eine Mega-Optik und wir hoffen natürlich, dass er jetzt auch mal die Leistung abrufen kann. Ein bisschen eigenwillig unterwegs, so eine kleine Diva, der Indifferent hier. Ah, und er verschluckt sich wieder. Er verschluckt sich wieder dort auf den ersten Metern. Danach dann die Evolution. Noch einmal, den Indifferent Giga. Nein, es soll nicht sein. Er kommt nicht in Fahrt, der Indifferent hier, wie wir es vermutet haben. Wo sind die Deutschen? Ah, er ist jetzt in der Bringschuld. Er hat den Mund ein bisschen vollgenommen im Vorfeld, das muss man schon sagen. Er hat gesagt, in Hasselt muss der Knoten platzen. In Hasselt muss das richtig rocken. Da geht es die Bahnen auf, da gibt es keine Gnade, da muss Vollgas gegeben werden. Da war hier sogar der Ford 9600, der keine Sonne gegen Team Evolution gesehen hat. Und jetzt sind wir gespannt, was der Deutsche anstellt mit seinem zweistufigen Ladersystem mit 4 Ladern auf über 3.500 PS aufgeladen. Der Deutsche ist bereit, Tobi Wattmann ist bereit. Der Hubo
140 Meter Schwarz. Das erste Mal in der Nähe. Heute ist er in Hasmoor. Sehr wohl steinig, stärkste Superstock, der momentan in Europa unterwegs ist. Maximo Moes, Jeffrey van der Waal und ab geht die Fahrt. Es ist wahnsinnig! Es ist Maximo Moes aus den Niederlanden! Gigantisch! Und jetzt sage ich, Kaiserfans, wo seid ihr? Wo sind die Best Solution Fans in Hasmoor? Der Flipflop John Deere! Der Flipflop John Deere kommt hinein! Können auch sie ins Finale fahren, auch sie haben über 10 Liter Hubraum, auch sie haben über 4000 sind. Einfach warm und herzlich. Es ist Best Solution, 4000 PS vom Team Kaiser, geht es zur Bull-Bull-Marke. Genau, im wahrsten Sinne des Wortes. Was hast du gemacht? Ja, das Problem sind die Schlucken hinten. Die sind so schwer und wir müssen vorne so viel abladen. Und Schlupfhändel haben wir jetzt einfach mal so stehen gelassen. Und es war denn ein schöner Pull, aber der Pull war geil. Also es gibt bestimmt spektakuläre Bilder. Weil so hoch habe ich ihn schon lange nicht mehr mit der Nase gesehen. Ja, hoch ist immer gut. Und der andere ist Terminator. Also, da haben sie noch mal ganz tief in ihre Kontaktliste gekramt. Und habe gesagt, okay, wenn Manon Kools mit ihrem Team nicht kommt, dann holen wir halt die nächste heiße junge Dame aus den Niederlanden. Dann holen wir die Linda mit dem Terminator. Die smarte Blonde macht sich startbereit. Der nächste Top-Superstock aus den Niederlanden, Terminator. Und sie ist dadurch ebenfalls im Finale mit drin. Was macht der 10,4 Liter Hubraum, 4 Turbolader, Methanol-Treibstoff, 3800 Wettkampf-PS machen sich startbereit. Der Max Bosskamp sitzt am Steuer. Yellow Dream. Sage die Insider. Yellow Dream hat die Nase vorn. Hobo aus Dänemark macht sich bereit. Henrik Iversen kommt mit seinem IA. 3 Turbolader, 3000 Wettkampf-PS. Der Hobo! Maximum Moes macht sich
startbereit. Die Niederländer sind noch einmal da. Jeffrey gibt noch einmal Gas. Niederlanden, ein atemberaubender Pull. Dreimal ist er gefahren. Drei Pulls haben sie abgeliefert. Und sie lassen sich natürlich feiern. Hier an der Strecke das Team Van der Waal Pulling Team, die schon so viele Traktoren gebaut haben. Erst einmal der letzte Pull. 95 Meter 10 ist die Westweite. Was macht der Terminator? Umdrehungen, drei Turbolader, ebenfalls knapp 3000 Platz in der Superstar-Klasse. Einen riesen Applaus für Yellow Dream, einen riesen Applaus für den Fahrer, für den Max, der hier Platz 3 ist. Der zweite Platz geht an die Linda, der zweite Platz geht an das Team aus den Niederlanden, Terminator! Und der neue Trecker vom Van der Waal Pulling Team, er arbeitet wie verrückt. Jeffrey hat uns 1, 2, 3 geile Puls gezeigt. Einen riesen Applaus für Maximo West hier in Hamburg. Drei Wahnsinnspuls von Maximo West. Da sind sie. Zeigt euch noch einmal dem Publikum. Liebes Publikum, hat euch die Superstar-Klasse gefallen? Es war der Wahnsinn. Danke, dass ihr hier wart. Eine tolle Show von den Niederländern. Wir machen weiter mit der 2,5 Tonnen Klasse.